So, weiter geht's. Tief drunten unter dem Brunnen sind wir zugange. Und ist ja doch relativ komplex, die ganze Geschichte da auszuknobeln, weil es da doch relativ viele Räumlichkeiten hat. Ich habe das mal hier ein bisschen zusammengezeichnet, als kleine Karte nochmal meine Notizen vom letzten Mal ein bisschen überarbeitet und ein bisschen in Form gebracht. Und so schaut es da in etwa aus. Ne? Hier oben ist der Brunnen, wo wir das Seil festgebunden haben. Das geht dann so 30 Meter von hier, 30 Meter in die Tiefe bis an den Brunnengrund. Hier gibt es einen Spalt, eine Öffnung nach Süden hinaus unten im Gemäuer. Und dieser Weg nach Süden führt dann in dieses ja, Felsenhöhlensystem unterhalb der Kathedrale mal wieder. Mit mehreren Räumen, Abzweigungen etc. Wenn man da nach Süden direkt gerade durchgeht, führt das irgendwann mal in eine Death Trap. Das heißt, wenn man hier von der Abzweigung weiter einen Schritt nach Süden geht, landet man in einem schmalen Gang, wo man sich den Kopf an der Decke stoßen kann. Und der nächste Schritt von da aus führt einen direkt in irgendeinen finsteren Abgrund. Man stürzt ab und ist ein bisschen tot. Man wählt also hier am besten den Weg nach Osten, landet wieder an einer Abzweigung. Wenn man von da nach Süden geht, ist man zwar nicht gleich tot, landet aber in der Tropfsteinhöhle, wo im nächsten Zug irgendeine Windböe daherkommt und einen das Kerzenlicht hier ausbläst. Übrigens auch, wenn es in der geschlossenen Vase verbaut ist. Also spart man sich diesen Weg auch erstmal, bleibt also nur der Weg nach hier. Wieder eine Abzweigung und von hier führen zwei Wege weg, einer nach oben, einer nach unten. Der nach unten führt an ein steinernes Tor und wenn man da ein bisschen rumspielt und ein paar Tricks und Kniffe anwendet, kommt man von da weiter in eine Felsenhalle und da wahrscheinlich an den Ort des Geschehens, dieses Schrecknisses unterhalb der Kathedrale bzw. was mit dem Brunnen verbunden ist. Die Felsenhalle besteht aus, naja, insgesamt vier einzelnen, eigentlich sogar fünf einzelnen zu betretenden Räumen, nämlich erstmal ja, das Westende der Felsenhalle. Von da aus kann man weiter nach Osten gehen und landet dann vor so einer großen Götzenfigur. Und da haben wir aber festgestellt, dass man da jeweils nach Norden und nach Süden an einem Graben, der vor dieser Götzenfigur ist, entlang gehen können. Dieser Graben führt Wasser und in diesem Graben bewegt sich ein eigenartiger schwarzer Schatten regelmäßig hin und her. Der macht da Schwimmübungen von Nord nach Süd und zurück. Das haben wir das letzte Mal schon festgestellt. Auf der Südseite an diesem Graben sieht man da außerdem einen dunklen Fleck im Wasser und wenn man da reinspringt, stellt man fest, dass das irgendwie eine Art metallener Deckel oder sowas ist, der hier am Grund im Graben drinnen verbaut ist. So viel mal zu diesem Raum hier oder zu diesen Räumlichkeiten hier. Wenn man von der Abzweigung nach oben weggeht, stattdessen finden wir dort einen Schacht, in den Sprossen eingebaut sind. Und dieser Schacht führt, ja, ich habe es mir das jetzt mal so visualisiert, dass der relativ weit abwärts führt. Und zwar in einen Raum hier unten, der auch wieder nach unten, da kann man auch nach unten weitergehen bzw. springen, landet dann aber in irgendeinem komischen unterirdischen Gewässer, wo irgendein Tentakelwesen greift und in die Tiefe zieht. Das heißt, das ist eine Death Trap. Da sollte man überhaupt gar nicht reingehen. Ansonsten gibt es hier in dem Raum noch zwei Besonderheiten, nämlich einmal diese Metallstange, die da befestigt ist, wo erstmal nicht so ganz klar war, wozu die da ist. Und eine Röhre zweigt nach oben ab, so eine Aussackung dieser Tunnelverzweigung da unten dieses Raumes, eine Aussackung nach oben, wo man ganz oben einen metallenen Deckel sehen kann. So, meine Vermutung war jetzt, dass dieser metallene Deckel mit diesem metallenen Deckel hier oben, der so die Funktion eines Gullydeckels oder Abflussdeckels hat, scheinbar, ja, dass das ein und derselbe Deckel ist eigentlich im Prinzip. Ja, und mein Verdacht war, dass wenn man in diesen Graben schon mal irgendwie das Wasser ablassen kann und damit dieses schwarze hin und her schwimmende Wesen da irgendwie entsorgen kann, ich hoffe zumindest, dass das damit fortgespült wird, also wenn man den Deckel hier öffnet, was tatsächlich auch geht, wenn man da reinspringt. Durchdrücken kann man den öffnen. Dann fließt das ganze Wasser aus dem Graben hier in diese Tunnelverzweigung und vermutlich hier nach unten in Richtung dieses Tentakelviehs weiter. So.
Und ich hoffe, dass damit auch dieser schwarze Schatten hier, der hier hin und her schwimmt, entsorgt werden kann in diesen Ausguss. Problem ist nur, wenn man natürlich hier unten in diesem Graben drin sitzt, den Deckel öffnet, wird man mitgespült. Die Lösung dafür ist dann wohl offensichtlich, sich an dieser Metallstange da festzuhalten. Ich habe das Ganze hier unten, diese paar Räume, noch mal ein bisschen genauer ausgezeichnet vom Zusammenhang her. Also hier ist dieser Raum mit der Metallstange, die da befestigt ist. Da unten geht es in diese Death Trap. Hier ist der Schacht, der in zwei Richtungen zu begehen ist. Und hier an der Stelle ja, ist dieser Deckel befestigt. Und hier oben ist dieses Grabensystem, wo dieses Teil umeinander schwimmt. Den Deckel, wenn man öffnet, dann fließt das ganze Wasser aus dem Graben hier direkt durch diesen Tunnelabzweig hier unten durch. Und ich nehme mal stark an, direkt hier nach unten in den Ausguss in Richtung dieses Krakenwesens, was auch immer das sein soll. Problem ist jetzt, wenn man da in diesen Graben reinspringt und da diesen Deckel öffnet, oder beziehungsweise wenn man in den Graben reinspringt, ist man im Wasser. Wenn man im Wasser ist, dann geht einem natürlich die Lichtquelle aus. Die Kerze nämlich. Deshalb muss man sich hier jetzt als erstes mal was einfallen lassen, wie man sich das Licht sichern kann, wenn wir da unten, wenn wir im Höhlensystem kein Licht mehr haben, dann sind wir aufgeschmissen. Also müssen wir uns da zuerst was einfallen lassen und ich habe da auch schon eine kleine Idee. Ich habe hier nochmal einen früheren Speicherstand, unter F habe ich mir den angelegt, abgespeichert, da wo wir gerade das steinerne Tor gefunden haben. Und von diesem steinernen Tor gehen wir jetzt erstmal rauf und gleich nochmal eins rauf und da können wir diesen Schacht betreten. Jo, das wollen wir. Betrete den Schacht. Jetzt aber. Da haben wir wieder mal einen seltsamen Ort erreicht. Direkt hier in dieser Abzweigung befindet sich oben an der Tunneldecke eine Metallstange, deren Sinn und Zweck ebenfalls unerfindlich ist, wie dieser ganze Ort. Genau. Und hier mache ich jetzt Folgendes. Entzünde die Funzel. Funzel weg. So. Die liegt jetzt hier auf dem Boden. Ja, und dann ist meine Hoffnung, dass das dann durchspülende Wasser dort die Funzel nicht auch mit löscht. Aber schauen wir mal. Jetzt müssen wir wieder rauf. Betrete den Schacht. Jawohl. Dann sind wir am Ende des Ganges. Von da müssen wir wieder runter. Und dann kommen wir in die Gangabzweigung. Wenn wir nochmal runtergehen, stehen wir wieder an dem Tor. Genau. Jetzt müssen wir das Maul betreten. Immerhin sind Sie jetzt dem vorigen Knopf ein gutes Stück näher. Genau, jetzt drücke ich den Knopf. Daraufhin klappt das Maul zu. Aber da wir im Maul drin gewesen sind, werden wir nicht von den Zählen zermalmt. Sondern stattdessen praktisch geschluckt und auf der anderen Seite der Tür wieder ausgespuckt und sind jetzt an dieser Kultstätte angekommen. Genau. So. Jetzt kann ich hier nochmal einen Spielstand abspeichern. Wir stehen jetzt direkt vor diesem Graben und vor dieser Statue. Okay, wenn man die Senke sich nochmal anschaut. Genau, da schwimmt ja schon unser kleiner schwarzer Freund unten vorbei. Richtung Norden weiter. Die Senke ist flach und liegt ein Stück tiefer als der Boden der Felsenhalle. Sie ist von einem Wassergraben umgeben. Ein System von Wasserrinnen, das dort verläuft, macht deutlich, dass ab einem bestimmten Moment das Wasser aus dem Graben zu der Statue in die Senke strömen wird. Und ich nehme an, das wird diese Finsternis hier zum Leben erwecken. Okay. Aber das ist jetzt nicht das, was uns jetzt interessiert. Wir wollen jetzt erstmal probieren, ob unser Plan hier in irgendeiner Art und Weise... Was ist jetzt passiert?
untersuche Senke. Ich bin aus Versehen nach Osten gegangen. Das habe ich ja gar nicht wollen. Jetzt sind wir da am Graben. Das ist aber schlecht. Rauf kommen wir nicht. Kletter raus. Kletter hoch. Okay, also ich bin jetzt in dem Wasser drin. Versehentlich reingegangen. Bei einem Schritt nach Osten sind wir in den Graben geplumpst. Gerade eben ist der Schatten mal an uns vorbeigezogen. Hat uns aber nichts getan. Warum das denn? Dem schwimme ich jetzt mal hinterher. Tja, sobald das Licht aus ist, kann man hier gar nichts mehr machen, oder? Gut, dass ich abgespeichert habe. Und zwar unter H. Gut, so kann es gehen. Wir wollen also eigentlich gar nicht nach Osten, sondern wir wollen von hier jetzt nach Süden. Ja. So, jetzt springen wir ins Wasser. Okay, wie auch immer. Jetzt sind wir im Graben drin. Ist dunkel, aber sie sind bald am Grund angekommen. Jawohl. Die Kerze dürfte inzwischen schon aus sein. So, und jetzt kommt der entscheidende Moment. Drücke die Platte. Oha, jetzt sind wir dem herumschwimmenden Schatten zum Opfer gefallen. Ihre Kerze erlischt im Wasser. Oh, kommt der, oh Gott, da kommt der dunkle Schatten auf sie zugeschossen. Was kann das nur für ein abscheuliches Wesen sein? Schnell, bloß raus aus dem Wasser. Oh nein, sie schaffen es nicht mehr. Hilfe! Klack. Also doch ein recht gefräßiges Wesen da, was wir da am Start haben. So, wir wollen jetzt nach Süden. Genau. Also der schwimmt jetzt Richtung Norden weiter. Wir stehen jetzt am Südende des Grabens. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt warte ich, bis dieses Viech wieder vorbeigeschwommen ist. Und jetzt drücken wir die Metallplatte auf. Vorsicht, sofort schießt das Wasser unten. Unter starkem Sog in einen darunterliegenden Tunnel. Im nächsten Augenblick werden sie von einem reißenden Sog erfasst. Tja, das war eben ein Abfluss. Gell? Schnell, was wollen sie jetzt tun? Und jetzt greifen wir nach der Metallstange, die in dem Raum darunter verbaut ist. Das ist die rettende Idee. Schnell, sie muss gleich kommen. Zack, mit sicherem Griff haben sie die Stange erwischt. Übrigens, Respekt für diese Leistung. Das gesamte Wasser aus dem Graben donnert an ihnen vorbei. Nur mit Mühe können sie sich festhalten und endlich ist das Inferno vorbei. Super, sie haben es geschafft. Tunnelverzweigung. Hier haben sie einen wirklich seltsamen Ort erreicht. Blub, blub. Direkt hier an dieser Abzweigung befindet sich oben an der Tunneldecke eine Metallstange, deren Sinn und Zweck unerfindlich ist. Naja, den kennen wir jetzt. So. Nimm die Funzel. Jep. Das scheint geklappt zu haben. Sie haben die Kerze, die Blumenvase, das Schwert, das Pergament, die Petroleumfunzel und den Lehm. Kerze. U-Funzel. Gerade noch für 12 Spielzüge reicht das Petroleum. Sauber, sauber. Dann entzünden wir die Kerze mit der Funzel. Und dann löschen wir die Funzel. Keine Ahnung, vielleicht braucht man das Ding nochmal. So. Da gibt es einen schönen Spielstand, den ich mir auch gleich notiere. Okay, ich glaube, der Plan hatte Erfolg. Jawohl, in der Tunnelverzweigung. Wir sehen auch ganz normal.
Genau, wir stehen jetzt hier unten in der Funnelverzweigung. Wir sehen ganz normal, hier oben muss ich mal gucken, jetzt ob der Deckel geöffnet ist, weil mit etwas Glück kommen wir wieder nach hier jetzt in den Graben zurück. Weil ich fürchte, wenn man jetzt über den Schacht nach oben klettert und wieder versucht, von oben her, also wenn man von hier, von der Tunnelverzweigung, den Schacht nach oben klettert, von oben her, jetzt hier irgendwie versucht, da wieder über das steinerne Tor und so weiter, übers Maul da rein zu. Ich glaube, das wird nicht mehr klappen, weil das Maul nämlich jetzt zugeklappt ist. Man kann jetzt nicht mehr in dieses Maul reinkriechen. Ich gehe davon aus, dass wir eventuell jetzt von hier da nochmal rein können, um hier zu schauen, wie die Sachlage aussieht. Irgendwas ist ja noch zu tun. Es hat ja noch keine Punkte gegeben, soweit ich das gesehen habe. Vorhin haben wir auch keine explizite Rückmeldung gekriegt, dass wir Punkte gewonnen hätten. Schauen wir doch mal nach, wie der Punktestand ist. 290. Mal kurz rechnen, 40, 50, 60, 65. Nee, das sind zwei Rätsel bisher. Also das hier ist noch nicht gelöst. Wir haben 290 Punkte, das heißt auf dem Pergament 3 sind jetzt zwei Rätsel gelöst. Einmal das mit der Orgel, einmal das mit den Ratten. Schauen wir uns die Röhre nochmal an. Die schräg aufwärts führende Röhre endet blind. Dort oben ist jetzt ein Durchschlupf frei, aber in der glatten Röhre gibt es keine Möglichkeit, dorthin aufzugelangen. Aber wozu auch? Mit ihrem mutigen Handeln haben sie die Gefahr bereits gebannt. Bist du dir sicher, dass die Gefahr gebannt ist? Wo bleiben denn dann die Punkte? Wenn ich raufgehe, dann bin ich jetzt wo? Ja, okay, versuchen wir es mal von hier runter, runter. Jetzt sind wir am steinernen Tor. Untersuche Tor. Untersuche das Basrelief. Das ist diese Fratze da, glaube ich. Flach und großes, besonders scheußliches Monster mit drei Hörnern und einem zähnestarrenden Maul. Untersuche das Maul. Ja, das ist jetzt geschlossen. Vielleicht kann man das auch wieder mit den Hörnern öffnen oder so. Scheinbar nicht. Nee, da kommen wir jetzt nicht mehr rein. Aber andersrum vielleicht. Durchschlupf. Vielleicht kann man sich mit der Metallstange da hochhangeln. Wir sind jetzt aktuell hier. Gut. Es kann natürlich schon sein. Also entweder ist jetzt doch hier noch was zu erledigen in diesem Bereich hier. Hier. Bei der Tropfsteinhöhle. Oder es ist nichts mehr zu erledigen, dann muss ich vielleicht jetzt einfach den Weg zurückgehen wieder und wieder da hochklettern. Irgendwann wird es ja dann wohl mal die Punkte geben, wenn der Schrecknis wirklich gebannt ist, aber irgendwie kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen. Vielleicht wenn ich die Funzel entzünde und wieder stehen lasse. Vielleicht hilft das irgendwie weiter. Glauben tue ich es jetzt zwar nicht, ich wüsste nicht, was wir damit anstellen sollen, aber wir probieren das jetzt. So, wir stellen die Funzel hin. Von Süd. Das Licht von der Funzel in dem anderen Raum, also der Gang scheint in die Tropfsteinhöhle so lang zu sein, dass man da dann nichts mehr sieht. So stelle ich mir das jetzt mal vor.
Aber diese Tropfsteinhülle wird ja nicht völlig umsonst angelegt sein, oder? Zum Geier machen wir mit dem Lehm. Also ich glaube, mit der Tropfsteinhülle können wir nichts anfangen. Gehen wir mal weiter nach Westen, Norden, nochmal Norden, am Grund des Brunnens. Ganz oben ist der Brunnenausgang zu sehen. Das lange Seil reicht herab. Kleines Rinnsal. Bis auf ein kleines Rinnsal keinerlei Wasser. Oha, was passiert denn hier jetzt? Gerade als sie zurück in den Brunnen kriechen, wird unter hämischem Gelächter das Seil ein Stück nach oben gezogen. Verflixt, es hängt nun ein Stück über ihrem Kopf. Sie kommen beim besten Willen nicht mehr dran. Okay. Unser Freund, der uns schon zweimal begegnet ist, glaube ich, ist da oben gerade wieder am Rumrödeln. Jetzt frage ich mich allerdings, warum der gute Daniel ihm nicht gleich mal ordentlich eine schmiert. Dass der Typ den Verschwindibus markiert. Tja, und nu? Es ist ein kleines Rinnsal, das links aus den Mauersteinen am Brunnengrund hervorsickert und sich seinen Weg durch den nassen Lehm auf den Boden gebahnt hat. Auf der anderen Seite versickert es durch das Mauerwerk. Ja. Das mit dem Seil ist ja jetzt echt mies, ne? Untersuche den Brunnengrund. Nicht bekannt. Untersuche den Boden. Mauerwerk. Schließe Spalt. Oh, ich konnte den Spalt wieder schließen. Gut, nach ein paar Minuten Arbeit ist der Spalt gänzlich zu. Im Mauerwerk befinden sich nur noch ein paar Ritzen. Untersuche die Ritzen. Jetzt will ich mal was probieren, bevor ich mich um dieses Seil kümmere, was da irgend so ein Fratz da oben weggezogen hat. Irgend so ein kleiner Witzbold und Scherzkeks, ne? Stecke den Lehm in die Ritzen. Schmiere. Ne, das versteht er nicht. Schließe Ritzen. Die Ritzen kann man nicht schließen. Der Spalt ist jetzt wieder zu eng, als dass man da durchkriechen könnte. Ich kann mir es nur so vorstellen, dass der Frank jetzt praktisch mit dem Lehm oder mit Hilfe des Lehms, der da unten hier reichlich zu finden ist, diesen Spalt wieder zugemauert hat. Aha. Klebe. Flicke. Flicke müsst ihr ja verstehen, das wissen wir noch von der Rohrleitung. Flicke Spalt mit Leben. Hilft hier auch nicht weiter. Flicke Ritzen mit Lehm. Ich habe nämlich gerade irgendwie den Gedanken, ob man jetzt hier vielleicht irgendwie komplett zukleistern muss alles, damit das Rätsel schlussendlich endgültig gelöst ist.
Nee. So, und jetzt kommt das berüchtigte rauf. Ja, springe. Springe rauf. Ein kleines Stück über ihrem Kopf baumelt das Seil. Es ist so nah, aber doch so unerreichbar fern. Wie cool ist denn das jetzt? Unter des Brunnengellers, ganz oben, ich kann erkennen, war blub, ein kleines Stück, baumelt das Ende. Es ist so nah und doch so unerreichbar fern. Also Frage Nummer 1 ist, was könnte man da jetzt machen? Man könnte natürlich den Daniel sagen, dass er das Seil wieder ablassen soll. Aber ich glaube, das wird nichts werden. Daniel rührt sich nicht. Hat ihn der Unbekannte vielleicht niedergeschlagen oder gar umgebracht? Ich habe jetzt tatsächlich zwei Fragen aktuell. Frage Nummer 1. Ist das Rätsel jetzt da unten? Habe ich jetzt schon genug gemacht, damit dieses Rätsel gelöst ist oder nicht? Also eine Rückmeldung hat es bisher noch nicht gegeben. Eigentlich gehe ich davon aus, dass das noch nicht fertig ist. Einen kleinen Hinweis gab es, dass es möglicherweise fertig ist, nämlich die Ansage unten in der Röhre. Ja, warum soll man da auch durch diesen Durchschlupf kriechen? Die Gefahr ist ja gebannt. Das ist die einzige Ansage gewesen. Keine Punkte, kein gar nichts. Das lässt uns jetzt ein bisschen im Unklaren. Es kann sein, dass das jetzt tatsächlich schon da unten erledigt ist. Oder auch nicht. Es kann sein, dass es die Punkte halt später gibt, wenn wir wieder oben über den Brunnenrand angekommen sind. Was uns zum Problem Nummer 2 führt. Wir stehen jetzt da unten und kommen nicht mehr rauf. Das ist ja cool. Das Spiel nimmt ein bisschen an Dynamik auf. Hm? Geschickt wäre natürlich was, wenn man was hätte zum Draufsteigen. Oh, Steine. Steine. Okay, das bringt alles auch nichts. Ich habe den Spalt nochmal erweitert. In der Hoffnung, dass dann ein größerer Mauerstein dabei abfällt, den man irgendwie unter das Seil schieben kann. Jetzt muss ich echt mal überlegen, was könnte man denn da noch in diesen Tunnel mit runternehmen oder runterschmeißen, damit man anschließend an das Seil wieder reinkommt. Jetzt möchte ich gerade mal auf der Karte ein bisschen durchschauen, ob mir da irgendwas, was ich irgendwo notiert habe, ins Auge sticht, was man runter in den Dingsel schmeißen kann, in den Brunnen schmeißen kann. Nee, da fällt mir jetzt echt nichts ein, was man dafür hernehmen könnte. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man kann das Seil, man hat anschließend die Möglichkeit, wenn er das Seil hochgezogen hat, dieser miese Fratz, der da umeinander läuft, ja, dass man irgendwo draufsteigen kann und so dennoch an das Seil rankommt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, das Seil daran zu hindern, dass es hochgezogen werden kann. Die Frage ist, wie das? Das wird wahrscheinlich nicht so viel Lehm sein, dass man den so unter dem Seil aufhäufen kann, oder? Ich probiere es nochmal. Vielleicht kriegt man den Daniel wach, wenn er da oben bewusstlos rumliegt. Wenn es jetzt total blöd läuft, dann muss ich die ganze Nummer nochmal durchspielen. Ja, muss ich jetzt echt mal probieren. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Gut, ich spiele das nochmal durch und zwar von Anfang an.
und werde mal gucken, ob ich auf dem Weg da irgendwie eine Möglichkeit finde, entweder dieses Seil zu sichern, dass es anschließend nicht hochgezogen werden kann oder wie auch immer. Gell? Irgendwas in der Art. Genau. Und sobald ich das rausgefunden habe, wie das geht, sehen wir uns wieder.